Eigentlich ist es ganz schön gefährlich, hier jetzt Videos zu machen, aber ich muss einfach anhalten. So sieht es aus. Das ist jetzt eine bessere Strecke. Wir mussten gerade gehen und uns an dem Seil festhalten. Ja, und jetzt ist da sowas Ähnliches. Das nehme ich mal auf. Ich glaube, diesen Felsen sieht man von unten. Da muss ich gleich hin. So richtig heftig geht es runter. Wenn man hier einmal ausrutscht, dann ist vorbei. Dass man hier so alleine hochgehen kann, das ist unglaublich. Vielleicht liegt es daran, dass es Österreich ist und hier darf man mehr wie in Deutschland. Aber das ist Hammer. Das ist ein richtig Hammer-Erlebnis. Jungs, alle Grüße nach Deutschland. Man sieht euch jetzt richtig gut. Liebe Leute, wir machen gerade Pause auf dem Mond. Guck mal. Ich komme mir ganz schön blöd vor, wenn ich hier Angst habe und diese wunderschönen Viecher hier einfach so rumlaufen. Hallo wunderschöne Viecher, geht es euch gut? Unser Beschützer. Ich hatte fast gedacht, dass es das die Hütte ist, auf die wir uns freuen. Aber die ist kaputt bzw. zu. Da ist sie, unsere Hoffnung. Wir sind da. Hier werden wir hoffentlich bei diesem Wetter nicht rausgeschmissen und können uns ein bisschen aufwärmen. Ich hoffe es wirklich sehr. Guck mal Leute, was wir hier in dieser Hütte gefunden haben. Hier dürfen wir unsere Sachen aufhängen und ein bisschen runtertropfen lassen. Ist das nicht geil? Hammer. Jurczyk, Bro. Yo. Erzähl mal, warum brechen wir jetzt die Regeln hier in diesem schönen Häusle? Ja, draußen ist es ziemlich regnerisch, ziemlich kalt und wir sind alle nass. Ja, und es geht uns scheiße, wir sind tiefgefroren und wir wollen essen. Oh, was Warmes, ja. Was Leckeres und ein Schnaps saufen, ne? Ein Jahr. Genau, und deswegen brechen wir die Regeln jetzt, ne, Vitjok? Ja. Bist du dafür? Ja. Wie kommt das Essen? So Leute, guck mal, hier gibt es ein richtig leckeres Wurstbrot. Da gibt es ein richtig leckeres Süppchen mit Würstchen. Das wird der Hammer. Da gibt es auch schon alles Leckeres dabei und jetzt machen wir mal Stößchen. Ja. Das ist Stößchen. Ja, aber sowas von. Wolfczyk, mein Lieber. Jungs. Prost, 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 Prost an alle. Liebe Hütte, wir verlassen dich. Auch wenn man dich kaum noch sehen kann, geht es Richtung Zugspitze. Steil, richtig steil hoch. Und es kann sein, dass wir bei diesem Scheißwetter noch oben schlafen müssen.
weil wir sind spät dran. Der erste Gletscher, Leute. Das heißt, wir sind schon ziemlich hoch. Liebe Leute, heute ist der 1. August 21 und wir, die Bros, wünschen euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Leute! Geil! Leute, schau mal, zum ersten Mal haben wir eine etwas weitere Sicht, weil wir irgendwie zwischen den Wolken sind wahrscheinlich. Und ich habe euch schon gesagt, das sieht hier aus wie auf dem Mond. Und da hinten noch so teilweise Gletscher. Hammermäßig. Aber ich komme hier trotzdem nicht mehr hin. So, hier noch ein paar. Hier könnte man schlafen. Leute, guck mal. Das wäre doch geil. Nein, jetzt überlegt euch mal. Man könnte hier eine Plane drüber spannen, hier drunter. Und dann wäre man schön geschützt. Könnte man hier pennen. Guter Platz. Leute, das ist einfach nur Wahnsinn. Wir sind durchnässt. Wir sind total am Ende. Wir sind kaputt. Und unser Ziel ist es nicht, heute Nacht hier zu schlafen, weil wir werden es zwar überleben, aber zu welchem Preis. So, und jetzt ein Spaziergang auf dem Schnee und dann müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Gas geben. Feiert mit uns einen Teilerfolg, Leute. Wir sind jetzt oben an der 1600 Meter Marke. Und zwar werden wir uns jetzt mal auf dem Weg mit der Gondel nach oben zur Zugspitze machen. Und zur Zugspitze gehen wir deswegen mit der Gondel hoch, weil wir heute auf gar keinen Fall hier schlafen wollen bei diesem scheiß Wetter. Das funktioniert nicht. Und zu Fuß würden wir noch knappe 2 Stunden brauchen mit unserem Gepäck und mit wenig Kräften. Jurczyk Bro, jo. Wir haben ganz, ganz wenig Zeit, aber die paar Minuten möchte ich nehmen. Du warst heute einer der Schnellsten, du warst die ganze Zeit vorne. Fast. Ja, Vitek hat manchmal auch ein bisschen vorgegeben mit seiner Fahne da. Was meinst du? Wenig Schlaf gestern gehabt, kaum gegessen. Das ist üblich. Und heute habe ich Power. Das hört sich gut an. Was meinst du? Hat sich das gelohnt? Aber hallo. Gestern war scheiße, aber heute. Geil. Alle motiviert, denke ich mal. Sehr geil. Leider, Leute, kann man hier nicht sehen. Guck mal. Nur dieses oben. Und da noch eine andere Gondel. 3 Minuten fahren wir jetzt. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Halleluja. Hey Leute, guckt euch das mal an. Wir werden da jetzt aus Sicherheitsgründen nicht raufgehen. Hat man uns jetzt eben abgeraten davon. Aber da ist es, das Zugspitzenkreuz. Die Midlife Bros haben die Spitze Deutschlands
geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Juhu! Ah ja, cool, guck mal, der Frischmarkt hat auch die Spitze Deutschlands erreicht. So gut ist Leute, der Frischmarkt. Ich will mal eins sagen. Es gibt keinen Markt, keinen osteuropäischen Markt, der höher ist oder der größer ist als der Frischmarkt. Guckt euch das mal an. Habt ihr euch überhaupt da mal Gedanken darüber gemacht, dass die meisten Menschen, Milliarden Menschen, jetzt tiefer sind als wir? Schau mal, Leute, hier sind wir gestartet, da an diesem Parkplatz. Und dann sind wir nicht hier lang hoch, sondern wir sind hier einmal um den kompletten Berg herum, also jetzt eher hier oben, um den kompletten Berg herum, dann hier. So, und dann sind wir hier oben lang und dorthin. So, und von dort aus sind wir mit der Bahn das letzte Stück hier oben hochgefahren. Ist das nicht geil, Leute? Das ist einfach nur Wahnsinn. Das in knappen 2 Tagen.